Und Herr Schäuble, Sie sprechen sehr oft über Korruption in Griechenland. In jedem Fall, 90% der Fälle in Griechenland von Korruption ist eine deutsche Firma involviert. Wie kommentieren Sie das? Und ich sage nur, ich nenne nur einen Namen, Siemens und Herr Christoforakos, der Ex-Chef von Siemens, läuft auf freiem Fuß in München, obwohl Griechenland die Lieferung fragt. Danke. Ich bin nicht jemand, der glaubt, dass die Menschen unterschiedlich veranlagt sind für solche Dinge. Und ich habe ein sehr einfaches Prinzip, das habe ich auch oft schon hier in diesem Raum vor Journalisten gesagt, nicht immer vor so vielen wie heute. Die Müllabfuhr in meiner Geburtsstadt Freiburg im Breisgau hatte früher einen Spruch von Goethe. Manis hat eben Goethe noch erwähnt. Der lautet so: Ein jeder kehre vor seiner Tür. Und sauber ist das Stadtquartier. Und das ist mein Prinzip. Ich beschäftige mich lieber mit den Problemen, die wir zu lösen haben, als mit denen, die andere zu lösen haben. When certain persons that have been mentioned here leave one jurisdiction and enter another, having left behind them a trail of misdemeanors, if not crimes, it is important for us in Greece to be able to point to support from you in Germany, from our friends in France and so on, that will allow us to look into the eyes of our own citizens and say, there is no immunity from prosecution in this Eurozone of ours.